Sehr gerne mal rein. Herzlich willkommen zurück am Stück bei Horizon Zero Custom Dawn. Rede mit Maria in Mutterkrone. Jo, machen wir. Sind zum ersten Mal in der freien Wildnis, Katze. Hallo? Beutel ist fast voll. Wird allerdings. Kiddo, ich glaube, ich laufe einfach mal so rum. Ich will die Gegend wissen, sehen, ein bisschen erkunden. Und erstmal so ein Reich hier ein bisschen. Ah, es ist ein Weg, aber. Ich liebe dich trotzdem. Eingemacht. Ne, ich will ihn besteigen. Dankeschön. Wer ist da? Was ist los? Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstrupp Angriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Jagdgebiet? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Ah ja. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Okay. Unlucky. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Yep. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Okay, danke schön. Mal legen. Und sagen wir brauchen es. Später irgendwann. So, Dele. Oh, was haben wir da Feines? Jetzt welche, die dann abhauen? Dann mal los.
außer Reichweite. So war coole Teile. Fällt mir gerade ein. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Schwäche Feuer, ah ja. Vermehren wir das gerne, oder? Ich laufe die in die andere Richtung, die Schweine. Dann greift die an. Das war es eigentlich nicht geplant. Ich weiß nicht, in andere Richtung rein, wo meine Pfeile umgestellt sind. Ja. Fegel. So ein gerade auf Lama aus. Wo Fred ist? Keine Ahnung, wo Fred ist. Und wie geht's euch so? Jetzt sollen wir wieder runterkommen? Beide in die gleiche Richtung, das ist doof. Jetzt nicht. Sneak. Ich dachte mir, ich bin die Tamer. Ja, okay. Weil die dann untamable sind, spielen uns ja keine größere Rolle. Ja. Und hier Loot, Jungs. Alles gut. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, mach das. Bin ich schon gut glücklich. Achso, Stein ist das. Oh, so Hilfe mir. Achso, die haue ab, scheiße. Das wird jetzt besser. Wieder? Ja, komm doch. Mitten ins Ziel. Ah.
doch klappt. Tja, wenn man zu Aqua wird. Vielleicht würde ich mal den Schalter hochgedrückt zum Fallschalt. Ja, das machen wir später. Erstmal kurz noch Geld sammeln. In Richtung Quest gehen erstmal. Wobei wir hier erstmal so viel eh nicht haben. Da haben wir die Quest. Oh, Jagdgebiet. Ach so. Ah, dann lassen wir die Bombe gerade hin. Und da liegt aber bestimmt noch ein paar Leute, ja. Kannst du ja 1 Kilometer in die Richtung gehen. Da ist eh ein Haus, wenn man Hallo sagen kannst. Ja, mal ein bisschen so geht. Ach, das ist ein Reicher da unten. Ja, was wollte das so schön blau? Lagerfeuer? Ah, da. Kommt gleich zu euch. Es wird kühler. Vielleicht ist es dunkel. Scheint ein Händler zu sein, oder bist du? Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Yes. Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Ja, ja. Naja, würde ich die Prüfung, eine Prüfung starten? Nö, ich will keine Prüfung machen. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Über die Prüfung? Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können. Und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Naja, nö, machen wir nicht. Machen wir später. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls du wiederkommen willst. Ja, gibt einen schönen Reisepunkt, von daher. MC-Händler. Verkaufen Rohstoffe. Holz. Wollen wir keine Holz kaufen? Ich hab sonst nichts im Überschuss. Nö, brauchen wir noch. Brauchen wir noch. Weiß ich nicht, möchte ich nicht. So eine Scheiße.
Das sind Wächter da unten. Wie mache ich in das Haus rein? Gibt's hier vielleicht irgendwo eine Kiste, wie es bei den anderen Hälsen immer der Fall war? Scheint nicht der Fall zu sein. Huiuiui, die bauen wir da mal. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja, das ist richtig. Mann, das gibt's doch nicht mehr. Okay. Ich muss herausfinden, wie ich mir... Muss ich herausfinden? Zeit hier mit dem Kämpfen verbringen. Die haben Viecher am Flop, ne? Was soll ich jetzt noch sagen? Ich muss rausfinden, wo es herkommt, dass wir uns tamen können. Aber wie? Ja, das ist wohl eher die Frage.
Lass mich lernen, lass mal in Ruhe. Ach mal, noch zwei, das passt. Ja, ja, mach dir ruhig erst ab. Oh, wer ist denn da? Ein Lagerfeuer. Auch ein Händler. Ah, da schauen wir mal was. Ist das eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Was ist denn bei dir los? Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Hört sich doch gut an. Level 7 kriegen wir hin. Erstmal den Loot essen. Ja. Rohstoffkiste ist ja schön. Achso, warte, das war deswegen. Da muss ich lang. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Das Signal, diese Ruinen, das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten, aus der Metallwelt. Das war's mit meinem leisen Auftritt. Ich würde uns auch niemals finden, besorge ich. Da kommen sie. Scan gemacht, der Bastard. Wir waren nur noch viel zu sehr. Ganz sehr. Ich glaube, ich bin sicher. Da rein, rechts reingehen. Wir wissen, was da ist. Den haben wir ja sauber erwischt. Hallo? Die
Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Ah ja. Also sind sie ja nichts, ne? Ah, der liegt da tot. Jetzt verstehe ich das. Gubbel, gubbel. Lagerfeuer? Ja, Mama! Sieht genauso aus, wie Rost es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Okay. Ich weiß ja schon wie. Von hier aus auf den Langhals springen. Wobei er schon mal irgendwie da hochkommen. Du hast geplant. Ist aber dann von hier aus okay, oder? Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Das ist halt so eine ganz glatt. Nur tief gefallen. Was ist die Wächter los? Mein Kopf einfach so da drauf und dann direkt auf den Schädel hoch. So kommt er dann lang. Ach so, dann hätte ich jetzt egal. Boah, der ging auf daneben, Alter. Perfekt. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen. Ja, ja. Komm her, Morgele. Stärke, One-Hit, der uns trifft. Einen kleinen Moment, dann bin ich wieder runter. Okay. Was er sieht und
sendet es auch an andere Maschinen. Ja, auch ein Abseiler anzeigen. Geht es hier? Barl sagte, dass Kriegsherrin Summa die Mörder von der Abrogung verfolgt hat. Vielleicht sollte ich versuchen, sie zu finden. Aua! Von einem gesehenen keine Antwort Crime. Okay. Den haben wir ja. Der ist cool. Verdorbene Maschine. Ich glaube, den zu erlegen. Das war eine Challenge. Oh, gutes Fleisch. Fleisch. Ich dachte, sie war Veganerin. Oh shit. Okay, sind wir mehr. Bis zum nächsten Mal bei Horizon Zero Dawn. Wir gehen kurz auf die Seite, bevor der Kollege uns platt trampelt. Ich weiß nicht, ob das geht. Auf Wiedersehen. Tschüss.